Schönen guten Tag zu einem neuen Video von mir. Gerade noch die Raw-Episode aufgenommen, beziehungsweise die Raw-Nachbetrachtung zu Monday Night Raw vom 24.03. Und jetzt das Video zu der Nachricht der letzten Wochen. Es kommt ein bisschen spät, aber es kommt. Die WWE und Sky gehen getrennte Wege. Für mich natürlich im ersten Moment der Riesenschock, weil ich habe wirklich erst im Januar ein Sky-Abo abgeschlossen, wegen der WWE, um Raw immer live sehen zu können. Und was ist jetzt? Jetzt trennen die sich. What the fuck, ja. Erstmal sah es gar nicht so schlimm aus, ja. Die neuen WWE-Rechte hat, oder die WWE-Rechte hat jetzt ProSieben. Klingt ja manchmal sehr merkwürdig, aber es macht Sinn, denn ProSieben Sat.1 GmbH ist natürlich ein großes Unternehmen und die haben viele, viele Sender. Das zeigt allein schon der Punkt, dass SmackDown in Zukunft im Free-TV samstags um 23 Uhr in voller Länge laufen wird bei ProSieben Max. Und ProSieben Max auch überall empfangbar, Kabel, Satellit, überall frei. Einfach mal suchen, wenn ihr das noch nicht habt. Könnt ihr wirklich ab dem 5. April, ab dem Abend vor WrestleMania, könnt ihr SmackDown dort sehen. Ein Tag nur mit Verspätung, finde ich vollkommen okay und in voller Länge. Also kann man nichts gegen sagen, wirklich gar nichts. Vollkommen super. Das Problem ist eher Raw. Denn ein Tag bevor das Ganze bekannt gegeben wurde, gab es einen Trailer, dass Raw ab dem 10. April wieder auf Tele5 zu sehen sein wird. Fand ich erst cool. Und dachte mir, ja schön, so mal wieder im Free-TV, super. Da war aber der ganze Deal noch nicht bekannt. Das Hauptproblem ist, das wird eigentlich schnellste und beste Lösung sein, Raw zu sehen. Was sehr traurig ist, denn es bleibt dem Pay-TV erhalten. Aber erstmal nochmal zu Tele5. Tele5 ab 22.15 Uhr wird dort jede Woche Raw zu sehen sein. Sprich, am Donnerstag die Folge von Montag. Leider nur die 2-Stunden-Fassung, zumindest erstmal, und in Deutsch. Sprich, wir werden nur noch die deutschen Kommentatoren haben, die leider Gottes bleiben, da ändert sich gar nichts. Sie hätten mal mich fragen können, ja, haben sie nicht gemacht, leider. Ich glaube, da wären viele, die das gerne machen würden, aber egal. Auf jeden Fall, 2 Stunden Fassung von Raw wird bleiben. Donnerstags, sprich, wir haben eine gekürzte Fassung, wo Sachen fehlen, schon scheiße, und auf Deutsch und mit Werbung Müll. Eigentlich totaler Müll, aber leider ist es so. Für alle, die keinen Sky haben, ist es super. Ja, ich freue mich da riesig. Ich habe mich riesig für alle gefreut, die keinen Sky haben. Für die Sky-Kunden ist es kacke. Denn erstmal wurde gedacht, geil, okay, wer macht denn dann auf Sky, ne? ProSieben Fun kriegt tatsächlich die Pay-TV-Rechte an der WWE, sprich auch ProSieben, aber dann auf ProSieben Fun. Finde ich ganz gut. ProSieben Fun überträgt momentan noch WWE Superstars. Das wird dann tatsächlich abgesetzt, weil es dann Raw, SmackDown und NXT geben wird. NXT exklusiv auf ProSieben Fun. Ist geil. Und auch die vollständige Fassung. Ich glaube, donnerstags oder freitags, guck mal nach, bin mir nicht ganz sicher. Links gibt es bei mir auf der Facebook-Seite www.facebook.com/thegreatonedvd. Dort findet ihr einige News dazu. Einfach mal ein bisschen runterscrollen, ist ja schon eine Weile her. Auf jeden Fall wird es da NXT exklusiv geben. SmackDown wird es auch geben. Wann genau, steht noch gar nicht fest. Sprich, genaue Sendertermine gibt es noch nicht. Und Raw wird es da auch geben. Und ich dachte, okay, geil. Raw live halt auf ProSieben Fun. Scheiß doch drauf. Ja, dann halt montags um 1 oder 2 auf ProSieben Fun. Nimmst halt nicht mehr auf Sky auf, sondern auf ProSieben Fun. Ja, Pustekuchen. Auf ProSieben Fun wird es Raw tatsächlich nach der Tele5-Ausstrahlung geben. Und dann wahrscheinlich auch nur in der 2-Stunden-Fassung. Und auch auf Deutsch. Sprich, es wird keinen englischen Kommentar mehr geben, was jetzt wohl, was es geben sollen, geben wird, wie auch immer. Alle Interviews, die geführt werden sollen, wohl einfach nur deutsch untertitelt werden. Das fände ich sehr gut, das ist schon mal eine große Steigerung. Aber trotzdem ist es eigentlich kacke, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich wird War dann tatsächlich auf ProSieben von Freitags laufen, sprich einen Tag nach Tele5. Und höchstwahrscheinlich in der 2-Stunden-Fassung. Wenn es dann da in der vollständigen 3-Stunden-Fassung läuft, ja mein Gott, dann gucke ich es halt 5 Tage später. Das ist, momentan komme ich sowieso selten dazu, es ganz zu gucken. Ich gucke es meistens bruchstückhaft und bin dann Freitag durch. Dann gucke ich es halt Freitag komplett oder Samstag. Also das ist mir ja an sich, das ist ja gar nicht das Problem. Es ist halt trotzdem traurig, dass man dann deutlich später erst den Zugang hat, was für uns alle heißen wird, wenn es War-Nachbetrachtung gibt, die es ja eigentlich von mir immer geben soll, kommen die definitiv nicht mehr Dienstag oder Mittwoch, sondern die kommen dann erst am Wochenende. Und das ist eigentlich wirklich doof. Aber es ist nicht zu ändern, da müssen wir leider alle mit leben. Wie gesagt, SmackDown wird dann auch frühestens sonntags laufen, weil ProSieben Fun hat gesagt, definitiv einen Tag nach Free-TV-Ausstrahlung, was ich ein totales Unding finde. Ich finde, gerade die Pay-TV-Kunden müssen noch eigentlich früher ins Boot geholt werden. Das kann doch nicht sein. Aber damit müssen wir jetzt leben, sprich donnerstags wird es auf Tele5 War geben, 22.15 Uhr. Des Weiteren wird es Donnerstag oder Freitag, bin mir nicht sicher, NXT geben, auf ProSieben Fun. Dann wird es Freitag wahrscheinlich auf ProSieben Fun War geben.
Dann gibt es samstags auf ProSieben Max SmackDown, 23 Uhr, 2 Stunden, komplett, Fassung, finde ich gut. Und dann wahrscheinlich samstags oder vielleicht sogar montags erst SmackDown auf ProSieben fahren. Ganz, ganz traurig, was sich da entwickelt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, was ist denn mit den Pay-Per-Views? Ja, das ist auch so eine Sache. Die Pay-Per-Views, also WrestleMania, gibt es noch auf Sky. Diese Woche könnt ihr noch bestellen. Bis Freitag, 12 Uhr mittags, könnt ihr noch für 20 Euro bestellen. Danach 25 Euro. Und danach ist Sky da komplett raus. Eigentlich schade. Sky Select, finde ich, hätte man es wenigstens weitermachen können. Aber nein, ProSieben Max wird jetzt der neue Partner der WWE. Pay-Per-View-Preise 25 Euro ist der Preis für WrestleMania. Sprich, da gibt es diesen Rabatt nicht. Aber ab dem nächsten Pay-Per-View sollen dann die Preise wohl den Sky-Preisen gleich sein. Also sprich, Sky hat ja eigentlich immer Preise für die Pay-Per-Views von 20 Euro, meine ich. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind es 15. Ich bestelle immer noch für 15, wenn es passt. Ja? Und bei den Big Four, sprich beim Royal Rumble ist es, glaube ich, so. Nur bei WrestleMania, oder hauptsächlich bei WrestleMania bezahlt man 20 oder 25. Und sonst sind es immer 15, beziehungsweise bei Royal Rumble, Survivor Series und SummerSlam sind es 20. Oder in der Rabattphase 15. So. Und so wird es wohl bei Maxdome auch sein. Ja, sprich, da ändert sich nicht viel, da ändert sich nur der Ort, wo man es guckt. Es wird wohl ein Einzelabruf sein, sprich, man braucht dafür kein Maxdome-Abo, sprich, man kann einfach auf die PlayStation 4-App, PlayStation 3-App, Xbox-App, auf dem Smart TV, im Internet, wo auch immer, kann man einfach dann per Einzelabruf im Stream das Ganze gucken. Was ich leider befürchte, dass es einige, ja, Qualitätsprobleme geben wird, weil wir wahrscheinlich Dateneinbrüche haben. Wenn man keine perfekte Internetleitung hat, hat man auch Probleme. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das einspielt. Das ist genau das, was die WWE momentan mit dem WWE Network hat. Da testet man es auch mit WWE Main Event, die live übertragen, weil man Angst hat, dass sich bei Raw oder SmackDown alles abkackt. Deshalb macht man es da noch nicht. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das bei WrestleMania laufen wird und wie das dann danach laufen wird. Ich werde WrestleMania noch auf Sky Select gucken und werde dann danach wahrscheinlich, wenn es sich lohnt, auch auf Maxdome gucken, Maxdome gucken, alle Pay-Per-Views aber bestimmt nicht. Man kann auf Maxdome auch für 7,99 sich natürlich die normale Flat holen, kann dann da auch Raw, SmackDown und NXT sehen, aber auch nicht direkt, sprich auch mit Verzögerung, wahrscheinlich sogar nach ProSieben fahren. Sprich, das ist alles nicht so wirklich das Gelbe vom Ei für uns Deutsche. Die optimale Lösung wird auf Dauer das WWE Network werden. Wenn man auf dem WWE Network auch Raw, SmackDown und NXT alles live gucken kann, dann wird es wirklich geil. Dann wird es hoffentlich auch nach Deutschland kommen. Momentan gibt es ja in Deutschland nur die Grauzone, sprich man, es ist legal, ja, man kann sich über die amerikanische Seite kann man das gucken, kann man das WWE Network nutzen, aber es soll wohl wahrscheinlich dann doch im Laufe des Jahres oder im Laufe des nächsten Jahres nach Deutschland kommen. Und spätestens dann werde ich auch auf WWE Network umsteigen, denn das ist einfach der Hammer, was man da geboten kriegt für 9,99 $, dann in Deutschland vielleicht 10 Euro, 15 Euro, ist immer noch gut. Kann man wirklich eine riesen Auswahl nutzen und die neuen Sachen und die ganzen Pay-Per-Views mit drin. Also ist eigentlich ein richtig guter Preis monatlich. Kann man nicht maulen, freue ich mich riesig drüber, aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal damit leben. Nächste Woche am 31.03. wird es die letzte Raw-Ausgabe auf Sky geben. Dann ab 5. April. Das ist die erste Free-TV-Ausstrahlung auf ProSieben Max von SmackDown. Dann am 10. April läuft die Raw-Ausgabe nach WrestleMania. Gerade die nach WrestleMania, die größte Raw-Ausgabe des Jahres, läuft dann nur in der 2-Stunden-Fassung auf Tele5. Ich bete so sehr, dass man auf ProSieben Fun die 3-Stunden-Fassung zeigt, wenn auch erst freitags. Mir scheißegal. Fände ich so toll. Und bitte, bitte, bitte holt den englischen Kommentar zurück. Ich will das Ganze auf Englisch sehen, sonst muss man doch wieder tatsächlich die scheiß illegalen Umwege gehen um das Internet. So wie ich es früher gemacht habe, ich stehe ja dazu. Ich habe es früher über Streamseiten geguckt. Hast mir dann Dienstag über Streamseiten auf Englisch angeguckt. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, das kann es nicht sein. Aber im Notfall müssen wir dahin wieder zurück und ich hoffe wirklich sehr, dass sich da was ändert und das WWE Network einfach nach Deutschland kommt. Dann sind alle Probleme gelöst. Das soll es gewesen sein zur neuen TV-Situation der WWE. Ja, wir müssen da leider alle mit leben. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird auf Tele5, wie es auf ProSieben Max läuft, wie die Einschaltquoten sind, ob die Sender sich da bald wieder anders überlegen und sagen, nee, danke, doch nicht so dolle. Ich bin sehr gespannt, dass es auf Sky nicht weiter funktionieren kann, macht irgendwo Sinn, ja, aber es ist schon traurig, dass es so plötzlich kam. Aber man wird es überstehen. Wir werden es alle überleben, auch ich. Und ihr werdet weiter hier die Berichterstattung natürlich haben zur WWE. Im Notfall gibt es demnächst Sendung nach Showberichten. Kann ich auch nicht ändern. Dann wird es halt so.
Und dann werde ich es halt später erst sehen. Ihr werdet aber auf jeden Fall hier weiter versorgt. Und auch natürlich über alle neuen Ereignisse, wenn jetzt die WWE oder wenn ProSiebenSat.1 doch sagt, ey, es gibt doch auf Englisch und so. Dann werdet ihr es von mir erfahren. Wenn nicht in Videoform, dann guckt wirklich auf www.facebook.com/thegreatonedvd vorbei. Da gibt's das. Da könnt ihr das alles sehen. Würde mich sehr freuen, wenn das so läuft. Und wenn wir uns dann auch wiedersehen beim nächsten Video. Und bis dahin erstmal noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao.